Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, ich habe meine Gaming-Kopfhörer an. Das bedeutet, heute gibt es Gaming. Und zwar ein ganz besonderes Gaming, nämlich Sims. Ja, falls ihr es verpasst habt, es gibt wieder regelmäßig Sims. Und wir haben in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, ihr wisst, wo ihr sie findet, auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir die Wohnung bzw. das Haus hier von Senior Hans und Senorita Vicky gebaut. Sie ist gar nicht so schlecht geworden. Also ich habe ja versucht, sie so ein bisschen aussehen zu lassen wie unsere Wohnung hier. Ist mir, würde ich sagen, ein bisschen gelungen auf jeden Fall. Aber wir konnten natürlich nicht die krassesten Sachen kaufen, denn Money war nicht so viel da, weil ich ein viel zu großes Grundstück für unser kleines Haus gekauft habe. Ups. Genau, und ich habe ja schon letztes Mal angeteasert, was das Ziel in dieser Folge sein wird. Nämlich werden wir uns erstmal einen Job suchen. Ich weiß noch gar nicht. Okay, ich weiß schon, was ich als Hans Beruf machen werde. Was Vicky macht, weiß ich noch nicht. Ich werde es gleich mal sehen. So, das ist jetzt für Hans. Oh, was ist das hier? Lol, man kann auch in Teilzeit arbeiten? Das ist ja cool. Oh, nice. Und man kann sogar seine Arbeitszeiten bestimmen. Okay, das finde ich irgendwie cool. Das ist ganz interessant. Okay, aber wir wollen Vollzeit arbeiten. Nämlich, ich glaube, Hans wird das hier. Genau, hier kann man nämlich, verfügbare Branchen sind digitaler Künstler, Programmierer oder Schriftsteller. Und, falls ihr es nicht wusstet, Hans ist Programmierer. Deswegen würde ich sagen, passt das ganz gut zu ihm. Sei dein eigener Chef, stelle deinen eigenen Arbeitsplan auf. Hört sich gut an, nicht wahr? Wenn du sowohl über Selbstdisziplin als auch Entschlossenheit verfügst, ist eine freiberufliche Karriere vielleicht genau das Richtige für dich. Du kannst in zahlreichen Branchen arbeiten. Agenturen stehen bereit, um dich noch heute mit ungeduldigen Kunden bekannt zu machen. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir das hier für den Hans. Du hast einen Job! Nice! Okay, jetzt braucht Vicky noch einen. So, ich guck mal hier kurz, was es hier nochmal gibt. Denn, das sind... Hä, ist das neu? Weil das gab's früher nicht, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Vicky Teilzeit arbeiten sollte. Eigentlich keine Lust erstmal. Aber das hier hört sich interessant an. Stilbeeinflusserin. Du identifizierst die richtigen Farben, die trendigsten Muster, coolsten Kombinationen und die Person, die alles tragen kann. Dir wird die Welt wieder ein Stück harmonischer. So, man kann dann nämlich aussuchen, ob man dann am Ende Trendsetter oder Stylist sein will. Das hört sich, finde ich, ganz interessant an. Und ich würde mal sagen, wir probieren das aus. Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren, oder? So. Oh. Okay, Hans muss jetzt eine Agentur wählen. Entweder geht er zu den Computerexperten. Achso, ja, okay, das ist hier schon klar. Also entweder wird er Programmierer, digitaler Künstler oder Schriftsteller. Also da er Programmierer werden will, geht er zu den Computerexperten. Wie ich das ja vorhin schon erwähnt habe, haben wir ein Ziel diese Folge. Und zwar hatten wir letztes Mal das Problem, die Kenner wissen, bei Sims ist es so, wenn man noch nicht zusammen ist, und das sind wir noch nicht, kann man nicht in einem Bett schlafen. Deswegen muss ich hier zwei getrennte Betten hinstellen und das sieht natürlich ein bisschen doof aus. Und deswegen ist die erste Priorität jetzt erstmal, dass wir zusammenkommen müssen. So. Seid ihr schon Freunde? Nee, ihr seid immer noch bekannt. Jetzt sind die Freunde. Ich hab's gesehen. Ah, könnt ihr weiterreden? So, jetzt wo die Freunde sind, werde ich mal mit Hans versuchen, ein bisschen flirty unterwegs... Oh nein, unsere Nachbarn sind da. Oh wow. Hey. Okay. Das ist der gute alte Mortimer. So, Hans, bitte mal die Nachbarn herein. Gut, dann werden wir jetzt erstmal unsere Nachbarn kennenlernen, das ist auch wichtig. Und danach werden wir uns küssen. Irgendwann mal. Hallo, bitte doch die Nachbarn herein. Es tut mir so leid, Leute, Hans ist irgendwie ein Keck. Jetzt vielleicht? Hä, warum sind hier auf einmal so viele Leute? Sind das alles unsere Nachbarn? Nee, hier steht Nachbar. Hä, das ist einfach ein random Typ, der bei uns reingekommen ist. Was soll das? Okay, Vicky, du redest mal mit ihr. Vielleicht werdet ihr ja beste Freunde oder so. Und Hans, du redest mal mit dem reichen Typen hier. Vielleicht kann er uns ein bisschen Geld schenken. Oh, hä, hier ist schon wieder jemand random reingekommen.
Das ist nicht unsere Nachbarin. Aber sie hat Kuchen mitgebracht. Hä, aber wie random, dass die einfach reinkommen. Das ist auch nicht unsere... Also eigentlich sind nur das... Nee, hier steht auch nicht Nachbar. Hä, aber warte, Mortimer Grusel und Bella Grusel, die gehören ja zusammen. Vielleicht sind das doch unsere Nachbarn, nur da steht nicht da dran. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil... Wo kommen diese Bücher her? Von uns? Ah, die hat irgendwelche rausgenommen. Interessant. Warum steht ihr eigentlich so weit entfernt voneinander, wenn ihr miteinander redet? Sehr dubios. Hans, hör auf, die Bücher hier rauszuholen. So, rede mit Mortimer. Ich breche das hier einfach mal ab, weil ich habe keinen Bock, mit denen zu reden. Das war genug Unterhaltung für heute. So, schick sie bitte alle nach Hause. Ich finde es nicht. Hier. So, jetzt bitte ihn mal zu gehen. Und dann kannst du mit Hans mal... Hans, du mit deinen Büchern, das regt mich gerade ein bisschen auf, ne? So. Ich möchte jetzt nämlich ein bisschen romantisch mit dir werden, junger Mann. Flirten. Hat er gerade Wichser gesagt? Okay. Wenn du mich so anmachen willst, alles klar. Okay, Romantik funktioniert anscheinend schon mal. Ich mache ihm mal ein Kompliment, das geht immer. So, dann knuddeln wir eine Runde. Romantisches Interesse ist jetzt unsere Beziehung. Das ist gut. Dann können wir jetzt eventuell auf ein Date gehen. Okay, ja, es geht, aber vorher möchte ich noch hier uns ein bisschen ready machen dafür. Also ihr müsst, glaube ich, beide auf Toilette. Ihr könnt beide mal ein Stück Kuchen essen. Damit wir nicht gleich auf dem Date irgendwie völlig am Arsch sind. Das wäre nicht so gut. Okay. Und wenn ihr fertig seid damit, dann möchte ich ein Date von euch sehen. Verabredung. Okay. Hans braucht ich hier gerade ein bisschen Spaß. Also das sollte jetzt mal langsam geschehen. Museum, nö. Wir gehen einfach mal in den Park. Ich finde den Park eigentlich immer ganz schön. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Und das wird jetzt ganz krass. So, Pause. Ich muss mich erstmal orientieren. Können wir hier zusammen spielen? Natürlich nicht. Okay. Oh, dieses Lama ist ja mega nice. Okay, sorry. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Ist hier ein Strand? Oh, sah so aus. Sind das Toiletten? Okay, sieht cool aus. So, jetzt bin ich bereit. Also, unser Hauptziel ist 10-mal Kontakt knüpfen. Okay, das heißt unterhalten. Sitzen und mit Verabredung reden. Gut, dann setzen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Zusammensitzen. Und unterhalten. Nein, stopp. Stopp. Es hat schon geklappt. Okay, egal. Ich möchte auf jeden Fall mit dir reden. Warum ist Vicky unwohl? Ah, vom Kuchen. Kitzeln. Okay. Oha, das gab sogar ein Minus. Oha, chillt mal. Hä, was soll das denn? Oh, Vicky, warum bist du so verklemmt immer? Bitten nur Freunde zu sein. Natürlich nicht. Okay, Hauptziel ist schon mal erreicht. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir beide kokett werden lassen. Das geht, indem wir ganz viel Romantik jetzt versprühen. Flirten. Ein Kompliment. Ein Anmachspruch geht auch klar. Verabredung massieren. Das? Nee, nicht um Massage bitten. Du sollst mich massieren. Wo geht das hier? Nee, da. Massiere mich, massiere mich. Ja. Nice. Oh, die Verabredung. Alter, wir haben jetzt schon Gold. Hä, wir brauchen doch noch unseren Kuss. Warum ist das nicht als... Egal. Ich küsse sie einfach jetzt. Oh. Warum redet sie über Pizza oder was war das? Oh.
Süß. Guck mal, das hat dir gefallen, ne? So, und ich bitte sie einfach jetzt mal einfach meine Freundin zu sein. Ich glaube, das geht, oder? Ja, bitten Freundin zu sein. Das heißt, wir sind dann offiziell zusammen. Und dann können wir uns endlich ein Doppelbett kaufen. Mach. Nice. Guck nicht so, Junge. Soll ich dich boxen? Warum gebe ich ihm eine Rose? Egal, süß. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Um Sweet Home. Erstmal gucken wir, was wir hier... Moment. So, erstmal können wir die beiden Betten hier verkaufen. Und uns ein schönes gemeinsames Bettchen zulegen. Wir können uns kein Bett leisten. Okay. Ne, wir nehmen einfach hier das günstigste. In welcher Farbe? Oh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich finde das schön. So, und dann gucken wir mal, was wir hier im Haushaltsinventar haben. Was ist das? Styleboard? Was ist das? Was soll das sein? Okay, ich hänge das einfach mal dahin. Keine Ahnung, was das sein soll. Und das hier haben wir, glaube ich, von unserem Ding... Wie teuer ist... Oh mein Gott, das können wir verkaufen. Aber eigentlich ist das eine süße Erinnerung, ne? Das sollte ich nicht verkaufen. Oh Mann. Wir verkaufen es mal, wenn wir richtig Geldprobleme haben. Erstmal stelle ich es hier in die Ecke. Als Erinnerung. Und dann würde ich einfach mal sagen... War's das mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Schreibt auf jeden Fall immer gerne Vorschläge, was wir in den nächsten Folgen machen können mit Hans und Vicky. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!